Die vor 100.000 Mal sage, bekannt aus Puck und Presse, aber ganz krasse Aktion. Orgi! Genau, Günther Gonzalez, Orgi 69, AK, Miss Bronco. Jawohl. Auf der Venus. So sieht's aus. So, dann lass uns mal was futtern. Wo ist das Essen? Wo ist die Bockwurst? Genau. Wo ist das Essen? Ich glaube, hier auf der Venus gibt es nur so Naturkost, wa? Ente. Ente? Ente mit Brust? Auf der Gala oder was? Mit flacher Brust? Die Gummiente oder was? Ach, die Gummiente! Ey, aber das war doch wirklich eklig, oder? Hast du gehört? Ja. Es gab Leute, die haben eine Lebensmittelvergiftung bekommen von der Vorspeise. Ja, hab ich gehört. Die saß an unserem Tisch, ne? Ja. Ja, kann man nicht machen, ja. Eine schlechte Verdauung, die Dame. Okay, warte. Also, wie fandest du die Verleihung? Ja, die Verleihung war natürlich sensationell, ne? Ja, warte mal. Ja. Weiter. Pass auf, Rocky, sag mal, wie lange gibt es dich denn eigentlich schon? Ja, wann bin ich so auf der Welt gekommen? Ich meine, du weißt, was ich meine. Deine Musik, deine Filme, dich als Künstler. Ich glaube, mich als Künstler gibt es schon 15 Jahre. Ich mache Musik, Filme, die schönen, sensationellen Orgi-Pörnchen natürlich. Und ja. Was für Filme machst du? Stimmt, du machst ja Orgi-Pörnchen. Ja. Das sind Pornos mit Hip-Hop-Musik begleitet. Und er ist im Prinzip der Macher und so. Das ist doch total krass, Alter. Genau. Und dein letzter Film, der war doch der Durchbruch überhaupt. Das war Orgi-Pörnchen Teil 7, die total verrückte Reise ins Arschloch. Mit der Zeitmaschine sind wir da durch Zeitzonen gereist. Und ja, da wurde natürlich dann auch schön gebankt, ne? Hast du da mitgemacht? Hast du da mitgemacht? Nein, ich hatte keine Zeit. Soll ich dir was sagen? Ja. Ich habe da mitgemacht. Das ist natürlich schön zu hören. Ja, ganz genau. Hat dir das gefallen? Ja, es war super, Alter. Ja, von deinem Team hat auch noch einer eine Latte bekommen, weißt du das noch? Der Fotograf, der musste dann erstmal abspritzen, also so geil war das. Hat mitgenommen, weißt du, der hat noch nie so richtig professionell am Pornoset gearbeitet. Dann hat er ein paar Fotos gemacht und hatte gleich einen Ständer gehabt. Und ist dann immer, da sind die Fotos ein bisschen verschwommen gewesen im Nachhinein. Ja, klar, aber weil, ja, er hatte seinen Spaß, wir hatten unseren Spaß. Also, und der Film ist drauf, das ist ein Kasten-Ding. Absolut. Ja. Orgi, was hast du noch so für Sachen, die du machen willst, dieses Jahr oder nächstes Jahr? Gibt es irgendwas Großes, was du noch startest? Also von meinem Kumpel King Orgasmus One. Ja, da kommt das neue Album raus, Krieg. Ende des Jahres. Und ja, Orgasmus on Tour Teil 3 kommt raus. Und nächstes Jahr natürlich Orgi-Pörnchen Teil 8. Also nach einer großen kreativen Pause wird es eine Fortsetzung geben, ja? Genau. Und würdest du schon etwas verraten? Wir sind ja ganz hippelig, wir wollen das ja wissen. Ja, also der Film Orgi-Pörnchen Teil 8 wird heißen Suchen, Finden und Ficken. Ist so ein bisschen so wie Expendables, ja? Also ich spiele John Rambo. Ja? Ja, und dann werden wir uns mit einem Hubschrauber abseilen und aufs Arschloch zoomen. Geil, Alter, jawohl. Also du spielst ja in deinem Film halt auch wesentlich eine große Hauptrolle. Zwar bist du nicht aktiv am Set, aber du bist irgendwie trotzdem immer dabei, ne? Genau, ich bin immer dabei, immer hinter der Kamera. Ja. Sehr geil, Orgi, du bist korrekt. Also ich finde deine Musik schon immer ziemlich geil. Eine Sache noch. Ja? Man munkelt. Du möchtest mal Arschbong rauchen ausprobieren lassen. Arschbong? Arschbong rauchen. Was ist denn bitte? Ich habe gehört, es geht darum, man stecke eine Bong ins Arschloch und ziehe sich hammerhartes Zeug durch. Ja, naja, kommt drauf an, was das für ein Arschloch ist. Ja, das Arschloch ist wichtig. Gut. Ja, da ist bestimmt guter Shit drin, oder? Ja. Also ich bring dir... Durchflutschen, würde ich sagen. Ich bring dir Shit mit und tu dir das Arschloch, also das weibliche Arschloch. Sehr geil. Okay. Ja, super, so, super. So, Orgi, möchtest du noch deine Arzt grüßen, oder was? Ja, na klar, ich grüße alle Arzt, ne? Ja. Sehr gut. Ja. Nee, ich freue mich, ich würde sagen, wir sind weiterhin geil unterwegs. Und, ja. Auf jeden Fall. Ich wünsche euch auch viel Spaß. Dankeschön. Bye, bye. Und ja, wir sehen uns heute Abend nackt im Hotel, ne? Ja. Wie immer. Genau. Dann bis zum nächsten Mal.